guten Morgen. Die Sonne strahlt total hier rein. Ich weiß nicht, erkennt man mich? Ich sehe total verstrahlt aus. Egal, ich bin ja auch verstrahlt. Es ist noch morgens. Wir haben 8.45 Uhr und die Kleine schläft und ich versuche mich gerade so ein bisschen herzurichten. Man muss jede freie Minute nutzen. Der Sauger läuft unten jetzt auch, damit er uns gleich nicht stört, wenn wir vloggen, ne? Weil das stört ja immer dann die Geräusche. So, und ich habe mir schon ein bisschen Farbe ins Gesicht geschmissen, aber ich habe hier wieder Ausschlag, Leute. Es geht wieder los. Das war in der Schwangerschaft schon so gut geworden. Und jetzt ist es wieder da. Ja, was soll ich machen? Na, ich muss mir nachher mal unten Abdeckstift da drauf machen. Ich glaube, hier ist das Licht besser. Meine Güte. So, ich mache mir ja für den Alltag immer nur diesen Nagellack drauf. Das ist einfach so ein Klarlack und der hat so einen Whitening-Effekt, weil ich finde, so Naturnägel, die haben schnell einen Gelbstich und damit ist der behoben. Und ich habe meine Nägel auch ganz kurz gemacht. Ihr wisst, ich hatte sonst immer längere Nägel, also von Natur aus. Ich habe die jetzt ganz kurz gemacht, weil, ja, mit Baby und so ist es halt einfacher, wenn die kürzer sind. Zack, 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 guck mal hier. Und das als Nageltante, ne, solche Nägel. Schämen sollte ich mich. Ich habe mir bei DM, ich habe wieder bei DM bestellt, habe ich mir so einen Nagelhautschieber und alles mitbestellt. Dann kann ich die mal ordentlich machen, die Nagelhaut ein bisschen schneiden. Also seitdem die Kleine da ist, wächst, also meine Fingernägel wachsen total schnell, meine Fußnägel wachsen total schnell, diese Hornhaut kommt total schnell und hier die Nagelhaut auch, die wächst wie Hulle. Und deswegen wollte ich die dann mal abschneiden. Ich weiß, dadurch wird es noch schlimmer, aber es sieht eklig aus. So, und jetzt habe ich eine Sprachnachricht von meiner Freundin bekommen und die muss ich jetzt mal eben abhören. Die Maus schläft noch, dann kann ich jetzt eben den Haushalt schmeißen. Sofa habe ich schon abgesaugt und unterm Sofa, das habe ich nicht mehr gemacht, Ewigkeiten. Das war schon voll eklig. Da hatte der Smurfy gestern wir hatten noch hier gespielt und auf dem Sofa gesessen abends. Es war richtig ein schöner Abend. Wir hatten alte Lieder gehört und getanzt und so. Das war richtig schön. Meine Güte, wartet mal eben. So, meine Güte, bis der mal da dran ist. So, eben den Sauger ausmachen, dann kann ich euch das erzählen. Also, das war ein richtig schöner Abend. Ich hatte euch ja erzählt gestern oder gezeigt, dass wir YouTube-Videos von uns geguckt haben, wie wir letztes Jahr an der Ostsee waren. Und das war schon richtig, richtig schön, die alten Erinnerungen zu sehen. Und ja, einfach so, weil wir ja da zu viert auch waren und dann heute gestern diese Videos geguckt haben zu viert. Also Nele war halt auch hier. Boah, das sieht aus. Ja, und dann haben wir abends halt noch alte Musik gehört, auch auf YouTube und dann auf dem Fernseher halt geschmissen und die Videos dazu geguckt mit den Kindern. Das war richtig schön und mit Smurfy halt gespielt. Und dem Smurfy ist halt so ein Spielzeug unter das Sofa gegangen und dann mussten wir das hervorholen. Mussten nicht oder haben das hervorgeholt. Und dann kam da voll die Staubwolke so raus, so Wollmäuse und so. Deswegen habe ich da jetzt erstmal sauber gemacht. Jetzt wird die Maus, glaube ich, wach.
Ja, ich wollte euch noch ein Update geben bezüglich unserer Couch. Ich saug die ja jetzt halt, also ich habe sie immer regelmäßig abgesaugt, aber jetzt sind halt keine Schutzdecken mehr drauf. Und es gefällt mir wesentlich besser ohne die Decken. Na klar, jetzt fallen die Hundehaare mehr auf. Und da haben mir auch viele geschrieben, Hunde gehören nicht aufs Sofa. Smurfy gehört aufs Sofa. Also der darf aufs Sofa, der darf ins Bett. Und das kann jeder machen, wie er möchte. Wenn ihr das nicht erlaubt bei euren Hunden, dann ist das okay. Bei uns darf er das. Und da sauge ich halt gerne jeden Tag das Sofa ab. Mal abgesehen davon, selbst wenn er nicht auf dem Sofa wäre, der verliert so viele Haare, das Sofa wäre trotzdem voller Haare. Der müsste eigentlich nackig sein. Das müsste schon ein Nackthund sein. So viele Haare verliert der. Beagle-Glitzer. Also ich habe jetzt mal den Saugerroboter, der da, der hier jeden Tag läuft, den habe ich jetzt zur Hälfte von der Zeit laufen lassen. Und schaut mal, dann muss ich den hier schon leer machen, weil der komplett voll ist mit Haare. Und der läuft jeden Tag hier. Jeden Tag mindestens einmal, meistens sogar zweimal. Einmal vormittags, einmal nachmittags. Und wenn ich den gleich wieder reinmache, ist er fast wieder so voll. So, wir hatten auch schon neue Filter hierfür bestellt. Für den Sauger, also diese Dinger einmal neu bestellt. Und neue Bürstchen für vorne. Damit das einfach mal neu ist, gab es so ein Set mit mehreren Bürstchen, mehrere Filter. Ja, jetzt wird die Maus wach. Ja, ist der Sauger ausgegangen, da wirst du wach, ne? Die mag das Geräusch immer. Hallo, hallo. Na, hat sie geantwortet, die Lehrerin? Ja, es war doch noch weder Buch noch Heft. Sondern Arbeitsblätter. Und das habe ich dann nicht kapiert, aber die hatte ich schon ausgedruckt alle. Ah, okay. Dann habe ich es erst kapiert. Okay. Wie viele sind das? Wie viele Arbeitsblätter? Drei. Nele hat die auch? Ich glaube doch. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Eins habe ich noch fertig gekriegt. Ah, super. Und jetzt musst du noch zwei machen. Ja. Deutsch fertig. Ja, super. Jetzt habt ihr Pause. Ich habe mir erstmal einen Eiskaffee gemacht. Einen Restekaffee. Ja. Ja, eure Muffins, ne, sind auch noch hier, ja. Wenn ihr möchtet. Ja. Jemand Hunger, ne? Zack. So. Ah. Ja. So großen Hunger hast du? Ja. Warte, wo ist meine Decke? Oh. Ich habe gerade ein Brot gebacken und ich habe es gut gemeint. Der Bernd mag das immer, wenn es besonders fluffig ist. Und das ist eine Brotbackmischung. Und ich habe da Hefe noch extra ein Paket mit reingemacht. Ja, und natürlich, ja, seht ihr, es ist übergelaufen. Tada! Es ist zum Glück nicht so schlimm. Das kann ich ja ausschütten oder absaugen. Aber ja, das ärgert mich, dass das Brot jetzt so aussieht. Hätte ich mir auch vorher denken können. Egal, ich probiere es jetzt mal. Mal gemacht. Gerade das Tragetuch ausgezogen. Und wenn ich die umhab in der Trage, dann gehe ich auch auf Toilette und so. Aber dann kriege ich die Hose immer nicht wieder hoch. Richtig, muss ich erst mal anziehen. So, jetzt probieren wir das mal. Moala. Ja, schmecken tut's gut. Das ist ja die Hauptsache, ne? Ich weiß nur nicht, wie ich das hier rauskriegen soll.
dass man da einigermaßen Scheiben mitschneiden kann. Erstmal abkühlen lassen. So ein Mist, das ärgert mich total. Hast du gute Laune? Ja? Hast du gute Laune, Mausi? Hi! Hast du gute Laune? Oh, ausgeschlafen, satt und zufrieden. Ziehen wir dich jetzt an? Ja? Ziehen wir dir was Frisches an? Ja? Die Stoffwindeln, dann sind alle Sachen immer schon klein, obwohl sie eigentlich noch groß sind. Ne? Ja. So, alles einmal sauber anziehen. Ich habe wieder so einen russischen Zupfkuchen gemacht, der hat uns so gut geschmeckt letzte Mal. Nur letztes Mal habe ich mir die Mühe gemacht und da extra Herzchen für oben ausgestochen. Das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. Der ist einfach so gebröckelter Teig da oben. Weil das ist so aufgegangen letztes Mal, dass sich das gar nicht lohnt. Man hat kaum die Herzen erkannt. Aber lecker war es. Boah, ich sehe richtig fertig aus. Ich bin auch richtig fertig. Ich bin so müde, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich einfach vom Alltag, ne? Ich habe ganz vergessen, gestern zu erwähnen, dass die Maus 6 Wochen alt ist schon. 6 Wochen. Die Zeit rennt so unwahrscheinlich schnell. Unglaublich. Ich habe noch ein Brot gebacken. Ich habe euch den Unfall gezeigt, ne? Fällt mir ein. Der Unfall, der hat jetzt hier alles so abgebrochene Ränder. Das muss noch ein bisschen trocknen, dass Bernd das schneiden kann nachher mit der Brotschneidemaschine. Und ich habe hier noch einen Toast aufgesetzt. Toastbrot. Die werden dann zusammengeschnitten, die Brote, in der Brotschneidemaschine. Was wollte ich euch sagen? Genau, das ist Barf fürs Murphy. Und wir machen uns heute frittiertes Essen. Also wir panieren die Pilze und Zucchini und dann wird das schön frittiert. Und dazu gibt es Pommes und Frühlingsrollen. Also die sind dann fertig, die Frühlingsrollen, so Tiefkühldinger und die Pommes auch. Und Potato Wedges, auch tiefkühl und keine Ahnung, was wir alles so haben. Also es wird alles frittiert, das mögen die Kinder gerne, das mögen wir gerne. Das ist nicht gesund, aber es ist total lecker. Und diesen russischer Zupfkuchen, den essen wir einfach so zwischendurch, mittendrin oder in der Nacht. Heute Nacht bin ich auch aufgestanden, habe Heißhunger gehabt. Das habe ich voll lange nicht mehr gehabt jetzt. Normal. So am Anfang, wo die Kleine da war, da hatte ich mir jede Nacht noch einen Nightsnack gemacht. Und das hat jetzt nachgelassen wieder. Aber heute Nacht bin ich runtergegangen, habe mit Toast gemacht. Ich hatte richtig Hunger mit so Leberwurst. Ja, und dann konnte ich wieder weiter schlafen. Ja gut, meine Lieben. Ich wollte den Vlog beenden. Oh, Mausi. Mausi. Die ist so süß. Die Maus. Die macht das immer so Geräusche zwischendurch und dann schläft sie auch wieder weiter. Dann muss ich wieder schuckeln. Sorry, jetzt wackelt wieder das ganze Bild. Der ganze Vlog ist am Wackeln. Gut, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!